Apfelkuchen. Super. Eigentlich sollte ich Kirschkuchen essen. Für die nächste Geschichte. Gibt's aber gerade nicht. Macht aber nichts. Mit Apfelkuchen geht's auch. Herzlich willkommen hier zu Stay Happy If You Lose. Kleine Geschichten zum Scheitern bei Kaffee und Kuchen. Ich sammle ja Sachen. Also, schöne Sachen und auch Techniken, Handwerkszeug für die Bühne und fürs Leben. Und einer, von dem ich viel gelernt habe, neben Keith Johnston und dem Satz Stay Happy If You Lose, ist Yoshi Ueda. Yoshi Ueda ist ein japanischer Schauspieler, unglaublich toll. Er hat viel mit Peter Brook zusammengearbeitet, war der Chef-Körpertrainer von Peter Brook und seinem Ensemble. Und ich hatte zweimal die Ehre, sozusagen einen Workshop bei ihm zu machen. Und der erste Workshop, den werde ich nie vergessen, weil ich so unglaublich viel gelernt habe, auf so unglaublich seltsame Art und Weise. Es ging schon mit der Vorstellungsrunde los. Das Ganze hat in Berlin stattgefunden. Ich bin mit ein paar Kollegen hingefahren, also Freunden, also einem jungen Zaubereleven, dem Ken, meinem Clownsfreund, dem Thilo und einer Schauspielkollegin, der Angela. Und ich. So. Und dann waren da natürlich noch andere Leute, 30 Schauspieler und Regisseure aus aller Herren Länder. Also vorwiegend Europa, aber grundsätzlich international. Und die Vorstellungsrunde war dann so, dann saßen alle in einem riesengroßen Kreis und haben sich vorgestellt. Und das war dann so, hi, my name is Beatrice and I'm an actress. Hi, my name is George, I'm a director. Hi, my name is Suzanne, I'm an directress and so on and so on. Und der Meister, also Yoshi Ueda, hat ihm gesagt, oh, no, das ne. Ja, also wie halt so Japaner das dann gerne machen. Und dann kam es irgendwie nach dieser ganzen Reihe, kam es also an mich. Und ich habe gesagt so, hi, my name is Gaston and I'm a magician. Da war so eine kurze Pause. Und der Meister sagt, oh, magician. Normally they never stay to the end of my course. Okay. Und mein Schüler saß direkt neben mir, der Ken, also zu dem Zeitpunkt Schüler, inzwischen selber ein Großmeister, und hat gemeint, so, my name is Ken and I'm a... Aber mir war dann schon klar, warum. Weil Yoshi Ueda hatte so eine wahnsinnig freundliche, japanische, kleine Grausamkeit an sich. Ja, also zum Beispiel haben wir eine Technik von ihm gelernt, wo der Klang der Sprache die Botschaft schon in sich trägt. Total spannend, wirklich krass, weil da haben wir so Übungen gemacht wie, er hat japanische Worte gesagt, das eine hieß Mann, das andere Frau oder rein oder raus, also so Gegensatzwörter. Und wir sollten raten, was bedeutet raus und was bedeutet rein. Und die Trefferquote war bei 90%, egal in welcher Sprache. Das heißt, die Sprache hat einen Klang mit nach vorne gebracht. Und dann hat uns auch beigebracht, wie man altgriechischen Text, von dem wir nicht wussten, woher er kommt, wo wir auch nicht wussten, um was es geht, wie man den ausspricht. Ich kann noch einen Satz. Upomaus fakelos kai efregideis. Was es heißt, weiß ich bis heute, zum heutigen Tage nicht. Und, es war noch Eleleu, Eleleu vorneweg. So, also das hieß so, ai, das weiß ich. Und auf jeden Fall, dann hat er eine Freiwilligen gesucht. Eine Frau hat sich gemeldet. Und die hat also losgelegt und hat gesagt, Eleleu, Eleleu, Pumaus, Fakelos, Kaie, Fregedeis. Und der Meister sagt, no, wrong, do it again. Eleleu, Eleleu, no, wrong, do it again. Eleleu, Eleleu, Pumaus, Fa, no, wrong, do it again. 40 Minuten lang
hat sie nicht ein einziges Mal irgendwas richtig gemacht. Zwischendurch hat er es vorgemacht, immer anders, immer großartig, aber wir wussten nicht, wohin er will. Das ging uns ganz oft so. Wir haben erst ganz spät immer rausgekriegt, wohin er will. Also bei der Eleleo-Übung zum Beispiel ging es darum, dass der altgriechische Text natürlich um Gottheiten oder Könige oder Königinnen ging. Und das heißt, es war keine normale Sprache, sondern halt, das wollte er haben. Haben wir halt nie verstanden. Eine andere Übung war Zug um Zug. Ja, da musste man immer, einer kam von rechts, einer kam von links, dann mussten immer sozusagen, der eine macht was, der andere macht was. Da macht der eine wieder was, da macht der andere wieder was. Und da sollte eine Geschichte entstehen. Das war der Endplan. Auch da wussten wir lange nicht, worum es geht. Weil der eine kam immer bis zur Hälfte der Bühne, der andere auch. Der zweite wurde immer angekackt, dass es nicht richtig ist, der erste nicht. Wir waren Gott froh, dass keiner von uns sich freiwillig gemeldet hat. Und dann hatte endlich das erste Paar, das war nach 3 Tagen Workshop, hat gecheckt, um was es bei der Übung ging. Ja, nämlich, dass es sozusagen immer wie Frage und Antwort ist. Das heißt, der eine macht eine Bewegung und der andere antwortet darauf. Das ist quasi eine nonverbale Kommunikation gewesen. Und die Ersten haben das sich da einfach zum allerersten Mal in ihrem Leben da durchgewurschtelt. Und das war ja, das war okay. Ne? Aber der Großmeister, also Yoshi Uida, dreht sich am Ende der Übung, dreht sich zur Gruppe um und sagt, hey now, why was this scene so boring? Und dann hat er wieder nach dem nächsten Freiwilligen gesucht. Und an der Stelle hat sich mein innerer Keith Johnston bei mir gemeldet. Weil er hat zu mir gesagt, Gaston, komm, geh, meld dich. Und ich so, ich bin nicht wahnsinnig, ich kann das nicht, ich weiß nicht, was der mir denn, dann kackt der mich nur an. Und mein innerer Keith hat gesagt, so, jetzt mal ganz ehrlich, wie lange macht Yoshi Uida das, was Yoshi Uida macht? Und ich so, ich schätze mal irgendwas um die 70 Jahre, ich vermute, dass der mit 5 angefangen hat. Genau. Wie lange machst du das schon? Was Yoshi Uida so macht. Das ist der dritte Tag. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genauso großartig bist wie er? Jetzt mal ehrlich. Und ich so, wahrscheinlich gar nicht. Genau. Deswegen geh jetzt da raus und mach viele Fehler, mach großartige Fehler. Denn darum geht's. Und ich habe ihn auf ihn gehört. Ich bin raus und habe einfach mal drauf gekackt, ob ich es richtig mache oder falsch. Und die Geschichte hat tatsächlich so ein Kicker-Ending. Weil das war das erste Mal in dem ganzen Workshop, wo Yoshi Uida am Ende dieser Übung ein Lob ausgesprochen hat. Also mir. Nicht, weil ich so wahnsinnig toll war. Das glaube ich war ich nicht. Aber weil ich drauf gekackt habe, ob ich es richtig mache oder falsch. Und seitdem weiß ich auch, dass es nicht nur auf der Bühne gut ist, manchmal drauf zu kacken, ob man es richtig oder falsch macht, sondern gerade auch beim Lernen von neuen Sachen. Weil wenn es neu ist, kann man es nicht gut. Man kann nicht perfekt sein, geht nicht. Also hau raus, mach viele Fehler, große Fehler und freu dich drüber. Weil sonst lernt man nichts. Ich esse jetzt noch ein bisschen Käsekuchen mit Apfel. Und ihr geht's einfach los und macht ein paar kleine Fehler. Und der sagt der Welt dabei einen schönen Gruß von mir. Bis nachher. Faktlos geil. Every good days.